Meine lieben Adrian Delaney-Fans, meine lieben Phantasmagoria-Fans. Ich heiße euch in der Gruft ganz herzlich willkommen. Und wir haben hier ein paar Sachen. Wenn der Cursor rot wird, heißt es, man kann was machen. Das Prinzip haben wir mittlerweile alle verstanden, deswegen drücke ich da mal drauf. Gucken, was passiert. Okay. Oh, sie strengt sich an, aber es geht nicht. Well. Ja, meine lieben Phantasmagoria Friends, ich hatte ja gesagt, ich musste im Verlauf meiner Recherchen ziemlich viel machen. Ich habe auch das siebte Kapitel nochmal unabhängig voneinander gespielt. Und wenn man das alleine spielt, hat man das Kreuz nicht. Dann würde jetzt hier ein Kreuz liegen, was wir uns jetzt anderweitig zumindest anschauen können. Das möchte ich euch doch jetzt mal zeigen. Und deswegen machen wir jetzt mal hier den, ne, Stämmemann und Söhne. Ne? Das ist... Wir sind keine Grabschindel. Adrian Delaney ist der Grabschindel. Okay? Möchte ich drauf bestehen. Das... Ich weiß nicht, wer das ist. Ich kann es nicht genau sagen. Wir gucken gleich auf den Namensschild. Aber dieses Kreuz hätte für den Fall, dass wir dieses Kreuz nicht dabei hätten, hätte das oben auf dem Sargdeckel gelegen. Denn es ist so, man kann tatsächlich alle einzelnen Kapitel, alle sieben Kapitel unabhängig voneinander spielen. Und man kann sie alle lösen. Ne? Das siebte Kapitel ist halt schwerer, wenn man das Kreuz und diverse andere Utensilien nicht hat. Aber auch die spannendere und sagen wir mal... ja, da ist einfach mehr los und das werden wir auf jeden Fall machen, liebe Leute. So, jetzt den müssen wir weglegen. Können wir hier da. Wie heißt denn die gute Frau? Ich möchte gerne wissen, wie die gute Dame heißt. Ich bin ehrlich nicht gut. Na, ich hab keine Angst. Ah, Marie, das ist Marie. Carnabas. Okay, Carnabas. Alright. Girl. Das ist Marie Carno. Okay. Und wen haben wir hier liegen? Komm, zeig mal, Adrian. Ist das Carno selber? Sultan Karnovic. Der ist 45 Jahre geworden. Spiegel 45 Jahre, der ist jetzt schon tot. Sultan Karnovic. Carno, ich habe dich gefunden. Echt? Können wir den auch auspuddeln? Ja, Smurfs, das ist... Wenn wir schon grabschennen, dann richtig, liebe Leute. Das muss sich auch lohnen. Also, das ist... Ne? Und außerdem Adrian chantet, nicht wir. Ne? Wir gucken nur zu, wir sind Gaffer. Das ist eigentlich noch viel schlimmer. Aber... Ah, er geht auch auf. Der Sarg geht auf, das ist eine gute Sache. Okay, Mr. Lee. Jetzt, wo du es erwähnst, Adrian. Okay, wir wollen da reingucken. Adrian. What is that? Für meinen Engel. Von Marie. Für meinen Engel? Aber war der Gaston nicht der Engel? Hat man doch, glaube ich, in der letzten Folge rausgefunden, ne? Sollte das gar nicht mal die Tapete passt zu Carno? Komm auch wieder zu, Edel, sonst krieg ich Schiss. Ah, so ist brav. Ah, so eine sehr brave Alien. Ey. Ja, da bin ich sehr, sehr zufrieden, dass sie so brav zu uns ist, mit uns ist und... Okay. Alright, Mr. Delaney.
cool. Den müssen wir wieder mitnehmen. Können wir sonst noch was gucken? Gehen wir mal in die Richtung. Gucken uns jetzt der ganze komplette Grab. Ist das ein anderes Grab? Was ist das für ein Grab? Sophia Karnowasch, 7, 8. Oh, ich glaube, das war der Baby, der geweint hat. Armes kleines Kind. Oh. Alright. Ist jetzt 2 Jahre geworden. Ob Kano die auch umgebracht hat? Was haben wir hier noch? Der hier seine ganzen Frauen verbuddelt, beziehungsweise. Leonora, Moody Karnowasch. Die hat er ja einmal den Kopf rum jetzt gesehen, ne? Das ist. Also Kano war nicht, das war, das, man kann das, wie gesagt, mit einer gewissen Besessenheit erklären. Das hatte ich schon mal, ist das noch ein anderer Sarg? Ganz kurz mal gucken. Oder war das, das ist? Regina Puccetti Karnowasch. Ich konnte jetzt die Geburtsdaten gar nicht so schnell lesen. Aber auf jeden Fall, wenn es ein Leben nach dem Tod gibt, dann hat auf jeden Fall eine illustre Gesellschaft hier. Jetzt gehen wir mal in der Richtung weiter, aber gucken mal, wo wir kommen jetzt hin. Ah, eine Treppe. Mit schön viel Licht. Geh ins Licht! Hieß es doch bei Guybrush Threepwood, ne? In die Gruft werden. Ah, liebe Leute. Da haben wir draußen schon des Öfteren mal vorgestanden, haben uns gefragt, was dahinter wohl sein könnte. Oh, wie malerisch dieses. Sieht ein bisschen aus wie Neuschwanstein, beziehungsweise richtig schönes Schloss, aber wir wissen ja, was dahinter steckt. Und dann ist das gar nicht mehr so schön, meine lieben Freunde. Da bin ich ehrlich, ne? Das ist, was wir hier schon alles gesehen haben, das möchte man, glaube ich, nicht wirklich erleben. Okay, Mr. Danny? Oh, ja. Yeah. Alright. Okay, dann gehen wir mal. So, ich glaube, das ist gewesen alles. Da waren wir hin, da waren wir hin, da waren wir hin. Dann können wir theoretisch wieder rausgehen. Ich möchte aber noch was anderes gucken, liebe Leute. Ich muss noch was anderes gucken. Oh ja. Yeah. Alright. Okay. So ein wirklich dunkler Gang. Ah, kommen wir da zurück. Und da kommen wir durch die Türe. Okay. So, das war also jetzt der Geheimgang, der in der Krypta verborgen auf uns gewartet hat, ne? Ich möchte mir aber noch mal ganz kurz die anderen Geheimgänge anschauen. Ah, kommen Sie rein, Adrian? Können Sie rausgucken? Ah, kommen Sie rein, wir duschen gerade, ne? Okay. So, hier können wir, glaube ich, da haben wir, glaube ich, alles gesehen. Das ist, ja, gehen wir mal wieder raus. Ne, das ist der Kasten. Wir gucken uns den Kasten noch mal ganz kurz an. Aber ich glaube, da hat sich auch nicht wirklich viel verändert, ne? Hier hängt auch ein sehr schönes Kreuz. Ja, ein schöner Zepter. Ich hatte das, glaube ich, schon mal erwähnt. Hm. Da war das Buch drin, ne? Ich glaube, das Buch ist da drin, ne? Ja, das Buch wird nochmal eine wichtige Rolle spielen in diesem Spiel. Kann ich euch sagen. Ich lasse was soll ich mit dem Buch anfangen? Genau, sie lässt es da drin, genau. So, was noch? Dann gehen wir wieder raus, Miss Delaney. So, jetzt wollte ich mal da weiterklicken, aber das Bild dreht sich gleich um und dann flupp, ne, geht man wieder zurück. Das ist, unter Stress ist das sehr wichtig, weil ne, wir kommen nämlich nochmal einen richtigen Zeitdruck. Das wird es bei diesem Spiel geben, da geht es um unseren Arsch, ne, und zwar, sagen wir mal, um Adrians Arsch geht's, der ja auch sehr nett ist, aber können wir nochmal, ne, da kommen wir gar nicht mehr hin. Ganz kurz gucken. Da stochert sie noch ein bisschen verträumt in die Feuer, wenn ich das wirklich in Erinnerung habe. Okay, so wuppdiwappdi. In der Theater waren wir auch schon gewesen. Und ich möchte aber noch mal ganz kurz gucken, liebe Leute. Wir hatten ja noch den anderen Geheimgang gefunden, ob sich da irgendwas verändert hat. Und deswegen möchte ich da mal ganz kurz so lang gehen. Das mache ich jetzt auch ein bisschen mit Abkürzung von den Klicken von den Videosequenzen. Ihr habt das wahrscheinlich jetzt bemerkt, dass ich ein bisschen mehr klicke. So, gehen wir da rein, wuppdiwappdi. Und wuppdiwappdi, so. Und da ist ja, ne, der Drache weist dir den Weg, ne? So hieß ja, glaube ich, eine Folge, ne? Da will ich jetzt mal ganz kurz gucken, ob sich da eventuell noch was verändert hat, was sein könnte durchaus. Ist okay, Miss Delaney, dann gehen Sie da mal rein. Wenn Sie hier bitte mal rein schlüpfen möchten, schnell Frau. Okay. Alright, da kommen wir raus. Dann gehen wir mal.
müssen jetzt fahren mit den Rädern, genau. Ach, wir mussten uns den Aufzug erst holen. Ah, so funktioniert das Spielchen. Gut, das hatte ich nicht mehr wirklich so in Erinnerung, ne? Alright. Oh. What is that? Frisch gebrauchte Zigaretten. Sherlock Holmes wusste, was zu tun ist. Wir haben ja gesehen, im Etui, da fehlte zumindest eine. Sie lässt sie liegen. Na, kommen wir da nochmal weiter? Okay, wir fahren noch ein Stückchen tiefer. Ich hätte schon mal gesagt, tiefe fahren ist nicht der beste Idee, die wir je hatten, aber wir mussten machen. Und insofern... Diese Gänge werden ums Ende nochmal wirklich wichtig werden und ich, ich sag da später nochmal mehr zu, wenn es dann zum Ende kommt. Okay, da kamen wir ja nicht rein, ne? Aber hier können wir weiter hingehen. Und was haben wir da? Das sieht aus wie eine Flasche. Absinthe. Mit anderen Worten, der gute Dawn. Kommen wir nicht weiter, doch. Der gute Dawn hat den Absinth gesoffen. Ah, schaut mal, da kommen wir durch zum Theater. Ah, okay. Alright. Okay. Hier sind wir schon drin gewesen, glaube ich, ne? Ist das richtig? Ich meine, mich in Erinnerung zu haben, wir sind da schon gewesen. Schön das Pendel des Todes, ne? Mr. Edgar Allan Poe. Oh, hat sich der Spiegel verändert, Freunde? Ja, seht mal, der hat sich doch verändert. Der Wippe. Der war aber doch so komisch wie alle anderen Spiegel, die wir schon gesehen haben. Da ist der Kasper. Alle Freunde, hat der eine, glaube ich, kommentiert. Ich weiß gar nicht genau, wer es war. Ich bin dann mal weg, ein Counter. Hat er richtig, aber jetzt mal ohne Scheiß, Freunde. Ne? Wenn ihr solche Einschläge hättet, auch eben in dem Zimmer da, ne, wo wir das Liebespärchen haben sich knutschen gesehen, ne, und dann den bösen Kahn und so. Unabhängig davon, solche Einschläge hatte ich noch nie, dass ich solche Dinge wirklich so gesehen habe. Aber was muss Adrian denken, wenn sie sowas sieht? Woran könnte das liegen? Das ist doch alles, das will auch im Kunde, das ist... Ne? Also ich hätte da so auf jeden Fall Zweifel an meinem Verstande. Ne? Können wir uns das Ding nochmal angucken? Können wir nicht. Das können wir auch nicht. Das können wir uns, glaube ich, in der nächsten Episode nochmal anschauen. Dann gehen wir hier nochmal durch. Wir gehen da durch. Das ist das Schöne. Ne? Das Pendel des Todes. Also hat schon mal Sekano, war schon ein verrückter Vogel, aber ne, war auch irgendwie ne, ganz nett. Ne? So, jetzt möchte ich aber nochmal ganz kurz gehen in der Scheune, mal gucken, ob, kamen wir dann mal zur Scheune? Ich glaube, ja, ne? War das hier mit der Scheune? Moment. War das hier? Ja, ich glaube, hier, ne? Ne, dann doch da. So, die beiden sind wahrscheinlich weg, ne? Komm mal rein, Adrian. Oder sind sie noch da? Ne, sind weg. Klamotten gepackt und weg. Da können wir noch mal lang. Nur irgendwas hinterlassen, Freunde? No. There is nothing. Okay, ich glaube, dann haben wir jetzt eigentlich soweit alles gesehen, was wirklich noch wichtig war. Bedeutet, wir könnten theoretisch dann jetzt nochmal in die Stadt fahren, ne? Der Typ ist immer noch da.
Der bleibt auch da. Zu Dorn kommen wir nicht rein. Die ganzen seltsamen Dinge in Spiegeln und als Halluzination haben wir gesehen. Bedeutet dann, wir gehen das nächste Mal dann auf jeden Fall zu dem guten Malcolm und gehen dann auch so langsam dem Ende des Spiels entgegen. Ne? Denn das ist jetzt das sechste Kapitel, sprich das vorletzte. Und das ist dann jetzt so gut wie durch. Und ja, wir machen jetzt nochmal die Zeremonie, ne? Indem wir dann halt entsprechend auf die gute Frau klicken. Und wenn der dann sagt, die CD wechselt, dann machen wir das nicht, ne? Dann, sondern lassen dann die Folge ausklingen. Und dann werden wir gucken, was Malcolm uns dann so beim nächsten Mal alles so zu ersagen hat. Das ist eine sehr recht lange Sequenz, ne? Aber die werden wir uns auch auf jeden Fall geben. Ne? Denn das ist schon eine spannende Sache. So, ne? Okay. Gucken wir jetzt mal bei der netten Lady. Nicht hier sehr, 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 sehr nette Frau, ne? Und insofern, ja, werde ich euch dann beim nächsten Mal direkt mit dem Malcolm-Video willkommen heißen. Also? Ach, pass mal auf. Also, pass mal auf. Hier, Baby, wir haben ein Foto von Malcolm und bla bla bla. Hier, ich wollte dieses alte Foto Malcolm geben. Ich habe es auf dem Kanu-Waschbesitz gefunden. Mhm. Das ist ein Foto von Kanu und Malcolm. Sehen Sie die Rückseite? Sehen Sie Malcolm als kleiner Junge? Bitte, ich muss unbedingt mit Malcolm sprechen. Es ist wichtig. Eine Minute. Alright. Miss Delaney. Malcolm will sich sprechen. Ich bin eine verbitterte alte Frau. Mit einem schönen weißen Schleifchen. So, jetzt muss ich CD5 einlegen. Das werde ich auch machen, meine lieben Leute, denn ich weiß ja jetzt, wie es geht. Allerdings erst in der nächsten Folge werden wir dann den schönen Film mit dem Malcolm sehen. Und ich sage jetzt erstmal vielen, vielen Dank fürs Zuschauen. Das sind ein paar Sachen, die ich doch, wo ich traurig gewesen wäre, dass ich es hier nicht drin gehabt hätte. Ne? Konjunktive ohne Ende. Na, also auch so die Szene mit den beiden, mit dem verliebten Pärchen, sprich mit Gaston und der Lady, ne? Die werden dann auch bei dem Malcolm noch eine gewisse Rolle spielen, die beiden. Und das wird alles ganz schrecklich werden. Das muss ich euch jetzt schon mit auf den Weg geben. Leute, vielen Dank fürs Zuschauen. In diesem Sinne, ab in die Rinne, Freunde. Haltet euch wacker. Ciao, ciao. Und sagt euer Spielkind 45, der gleich CD5 einlegt.